erstmal Position halten. Nachzügler werden in ca. 2 Minuten auf LZ Charlie landen und von dort aus dann zu eurer Position vorrücken. Gone. Rot so verstanden. Break, break, hier schwarz für rot. Ihr habt feindliche Infanterie aus Richtung Norden auf Straße auf euren Compound zulaufen. Kommen. Fürs MG, ich habe hier drei feindliche Kontakte auf 30 Grad, bewegen sich auf den Compound in Osten, wo unsere Verbündeten sind, drin zu. Mal ein Auge drauf halten, vielleicht siehst du sie. Wenn du sie siehst, hast du Feuer frei. Jetzt auf 40 Grad, laufen Richtung Südosten. Du bist genau in meiner Feuerlinie, jetzt habe ich freies Schussfeld. Sorry, bin weg. So, bin weg. Bock. Hast du irgendwie Feind ausgeschaltet? Sehr schön gemacht. Infanterie 118 Grad, 397, 399 Meter. Check das. Alles klar. Hinten dran an den Sniper, ne? Na, der ist. Rot für schwarz kommen. Rot hört. Ebenso bewegt sich Infanterie aus Richtung Süden auf euch zu. Wird auch von uns unter Feuer genommen. Kommen. Grün für schwarz kommen. Hab beides so gesichtet, beides gemeldet. We got an enemy. Man, 400 meters. East. Achtung, von 86 greifen drei Infanteristen rot an. Rot für schwarz kommen. Von Grün, Break, Break, feindlicher Kampfhelikopter im Gebiet, feindlicher Kampfhelikopter im Gebiet nördlich von unserer Stellung, kommen. Schwarz gesichtet, ja. Ganz kurz, auf Rotposition bewegen sich auch von Richtung Osten drei Infanteristen auf eure Position zu. Kommen. Helikopter nimmt uns ins Visier. Runter vom Turm, Kopf einziehen. Hier schwarz, werden uns das erste ruhig verhalten. Der Heli ist auffällig in unsere, auffällig auf uns vorgegangen. Positiv, haltet die Köpfe unten. Am besten den Bunker verstecken, auf jeden Fall den Kopf unten halten. Verstanden. Das Ding ist abgeschmiert. Hier schwarz, melde Kampfheli ist abgeschmiert. Ja, grün so verstanden, fand ich, der Kampfhelikopter ist bekämpft. Rot von grün. Turm wieder besetzen, Jungs. Jan und Lambo kommen. Rote. Ja, wir sind mittlerweile sind abgesetzt worden. Super Aufklärungsarbeit übrigens vorhin. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Nachtzügler sind abgesetzt worden. Rote hat aufgenommen. Komm. Ähm,
Ich sehe einmal Infanterie auf 70, 72. Oh. Grün für ich habe 400 Meter. Ja, 400 Meter ist in Ordnung, kannst du da vorne. Etwas Südost, Ost. Schuss reinbekommen, ja. 400 Meter feindliches Fahrzeug gesichtet worden kommen. Angehütet. Ja, so verstanden. Bitte auf Karte markieren. Des Weiteren meldet große Feindkontakt in eurem Nahbereich links von euch. Kommen. Bitte wiederholen, kommen. Bronze meldet Feindkontakt in eurem Nahbereich links von euch. Kommen im Schilf. Vermutlich Richtung Nord, dann verstanden. Kommen. Ja, Brünnende. Ja, da würde ich mal sagen, da haben wir Rot gerade schön den Arsch gerettet, ne? Mhm. Also ein bisschen. Wo sind denn die Weißpimmel? Ja. Weil man möchte es nicht für möglich halten, aber weiß, sieht man hier drin echt schlecht. Mhm. Sky, sehe ich das richtig, dass du jetzt noch eine Panzerabwehrrakete hast? Korrekt. Gut. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Logistikzentrum? Ich glaube, das ist nur damit beschäftigt, die Leute von Rot reinzufliegen. Ja, ich meine, bei Rot ist ja eh in unserer Nähe, ob sie da nicht vielleicht mal eine Kiste Panzerabwehrraketen und Verbandszeug mitbringen können? Ja, check, ich werde das dann gleich mal melden. Gerade ist eh ruhig. Mal gucken, wie es mit Logistik überhaupt aussieht. Grün für Schwarz, kommen. Grün hört, kommen. Wie ist denn der aktuelle Stand für Logistik? Oh. Können wir etwas anfordern? Sind die Jungs gut ausgelastet? Wir haben kommen. Standby. Auf 170. Ja, was haben wir auf 170? Da steht ein Fahrzeug. Keine Ahnung, was es von hinten ist. Ifrit? Ja, positiv. Wir haben Kapazitäten. Was braucht ihr denn? Komm. Das ist, ja, das ist der leere. Besonders gebraucht wird momentan AA, sowie, also jegliche Raketen, Munition, sowie auch Verbandsmaterial kommen. Ja, check wird nachgefragt. Con. Schwarze Hände. Du meinst den unbewaffneten Elfritter? Ja. Rot von Grün. Das sieht schon die ganze Zeit, ja. Ja, Statusbericht braucht ja auch noch Versorgung, komm. Einfach Beschuss gehört zu haben. Ja, von Grün. Wir machen mal Meldung. Schwarz von Grün. Schwarz hört. Wir haben keinen Sichtkontakt mehr zu feindlichem Radpanzer, wurde aber definitiv noch nicht bekämpft, also Obacht, komm. So verstanden. Schwarze Hände. Hey Glock, Jan und ich sind jetzt hier nachgerückt. Ja, alles klar. Wir beide. Schwarzen auf dem Hügel, können die mir Deckung geben hier unten? Wir gliedern uns dann so weiter. Moment. Wo bist du denn? In einem einzelnen Wachturm, der hier noch steht. Hier, Schwarz, haben uns vom Hügel zurückgezogen. Können momentan keine Deckung geben. Kommen. Ja, Rot so verstanden. Ich versuch's zu überleben. Rot Ende. Herr Schwarz, wir holen dich da raus. Bleib in deiner Position. Die Jungs, mitkommen. Wir gehen da mal auf den Hügel hoch. So verstanden. Da müssen Feinde voraus sein. Oder links von uns. Ja, wir laufen einfach rechtzeitig fahren. Für die beiden... Für die beiden Neuen, die gekommen seid. Ihr gliedert euch ein als Team 4. Das gehört? Also die beiden Neuen, die gekommen sind, sind jetzt Team 4. Ich schreibe mir jetzt mal kurz eure Namen nicht auf. Hoch da. Hoch in den Bunker ran. Oder verteilen bei einem Gebäude. Eule verletzt. Fire!
Panzerbeschuss. Lief, bist du das im Wachturm? Check, bin ich. Ich habe hier noch Sichtkontakt auf einen letzten Überlebenden bei Rot. Der kämpft sich da gerade noch wacker durch. Ich hoffe, die Mörserbeschuss hört jetzt auf, sonst müssen wir uns wieder zurückziehen. Bin verwundet. Muss ein Gegner sein. Richtung Norden. Ich weiß nicht, ob wir noch alle beisammen sind. Ich vermisse meinen Gunner. Rot von Grün, komm. Rot. Befinden Sie sich im Zielgebiet? Einer läuft gerade noch den Hügel hoch. Dürfte der Gunner sein. Ja, korrekt. Befinde mich in dem Compound unterhalb des Berges. Im Wachturm, komm. Hier schwarz habe ich Sichtkontakt auf Überlebenden bei Rot. Sind jetzt wieder an Position Hügel. Komm ein. Hast du verstanden, ich habe ebenfalls Sichtkontakt. Ich habe auch weitere Audi-Kontakte für ein Fahrzeug, aber noch nicht gesichtet bekommen. Grün Ende. Oh, sind die Spackos denn? Gut, Lambo? Schwarz für Rot. Grün. Ist dir gut geht. Die sind tot. Sind quasi zweimal Grün für Schwarz kommen. Kommen. Haben wir die Erlaubnis, den letzten Überlebenden von Rot herauszukämpfen? Kommen. Ja, positiv habt ihr. Kommen. Rot für Schwarz, kommen. Ja, Rot. Halt deine Position, wir kämpfen dich da raus. Ja, check, hab Feind im Nahbereich, kommen. Du musst hier irgendwo im Nahbereich sein. So, Jungs, wie sieht's aus? Haben wir jetzt noch irgendwie Verwundete, Verletzte, Verluste? Ja, mich. Verwundet, ja? 5 verwundet. Schwer oder kampfbereit? 6 verwundet. Jungs, es geht einfach darum, dass da jetzt unten der letzte Rote steht, der noch um sein Leben kämpft. Wer von euch ist kampfbereit und kommt mit? Wer hält fünf bereit. Und wer hält hier die Stellung? 6 hält Stellung. Ich bin noch voll, ich hab nicht einen Kratzer. Okay, die beiden Verwundeten bleiben oben, die anderen drei gehen runter mit mir. Feindkontakt im Nahbereich, auf 200 Metern. Elfried, ich weiß nicht, wie lange wir hier noch leben. Wenn wir nichts von euch hören, dann ist Schwarz in der Reihe. Alles klar. Jungs, wir gehen da jetzt runter. Für die Neuen, ihr bleibt hier oben und gliedert euch in die Sicherung an. Im rückwärtigen Raum ist übrigens noch ein Schütze, ne? Dann macht den kalt. Kriegen wir nicht, sehen wir nicht. Ja, ups. Gut, dann Köpfe unten halten. Da unten, für euch zur Info, da unten ist im Nahbereich von Rot noch Kontakt. Ihr seht ihn noch am Turm rumlungern. Rot, grün für Rot. Grün hört. Audio-Kontakt, Helikopter aus Osten kommt. Transporthelikopter. Auf 130 Grad den Radfahrtler, habt ihr bemerkt? Check, er bei uns noch nicht. Lauf. Sorry, falscher Kanal. Check, er bei uns noch nicht, also lauf. Jetzt die Wache hoch, wir laufen rechts rum. Hier, schwarz für rot, wie geht's dir? Ja, Hammer, Alter, ich hab's überlebt. Kann ich runterkommen oder was? Wart noch, wart noch. Schwarz von Grün. Komm runter, schwarz hört. Wir werden hier langsam eingekesselt, ich weiß nicht, wie lange wir noch leben, wir versuchen uns erstmal zurückzuziehen. Sind jetzt bei Position Rot angekommen, wir holen Soldaten raus und ziehen uns dann gemeinsam zurück, kommen. Positiv. Ich hab 4 Feinde erlegt, eine Granate überlebt. Ich kann mich nicht verbinden. Warte mal. Hat jemand noch Vanilla-Pack bei? Ja, hast du die Leute hier oben schon geguckt? Ja, die hat nichts dabei. Hier war noch einer mit einem. Ja? Ja, ich mach dich gleich heile und dann werden wir jetzt abhauen, und zwar Sprintus Maximus. Ja, check, machen wir. Alter, hab ich ein Glück gehabt, 3-4 on me. Hab ich 4, ein Glück gehabt. Regroup. Das hab ich noch nie erlebt bei Arma. Jungs, Sicherung aufbauen, wir werden gleich wieder abhauen. Maximalen Sprint, dann wieder den Hügel hoch. So, ein bisschen besser ja, soll's dir gehen. Ja, sieht gut aus. Gut, wir werden uns jetzt nämlich dann gemeinsam zurückziehen, das hat keinen Sinn mehr hier. Rot wird komplett aufgerieben und Schwarz ist auch zur Hälfte verwundet. Also los, wir gehen den gleichen Weg wieder hoch, wie wir runtergekommen sind. 100 Grad für Leiche, eventuell Support, T-Supporter. Da liegt einer mitten auf dem Feld, Vorsicht.
Was, ein Infanterist? 120 Grad. Ja, Infanterist. Check, seh den. Ja, bekämpft. Ist getroffen. Los, los, los. Eins hört. Four, regroup. Vier für eins. Ja, nix erzählen, der Sniper ist hier irgendwo. Fünf ist gerade bewusstlos geworden nach dem Funkspruch. Ist eine Funkseite drauf. Macht euch bereit, wenn wir oben sind, werden wir uns gemeinsam zurückziehen. Wir kommen jetzt mit dem letzten Überlebenden von Rot wieder hoch. Verstanden. Platz 12. Check. Sprint, 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 weg von ihm, einfach nur weg vom Feuer. Rifleman, 200 Meter, back. Einrauchen, wir wollen weg hier. Ein einzelner Kontakt könnten wir bekämpfen. Weil, Einrauchen, hoch da, kurz verschnaufen, weg hier. Wir wollen jetzt echt keinen verlieren. Okay, ja, ich sehe den Kontakt, ich sehe den Kontakt. Alles klar, ich verstehe das, der ist auf offenem Feld. Jetzt nur schnell weg hier, sonst bemerkt uns gleich der Panzer. Ja, check. Wenn wir rechts rumgehen, könnten wir die anderen Kontakte, die oben angreifen, vielleicht umgehen. Und hinten angreifen. Alter, bin ich am Arsch. Ja. Wie gesagt, ey, zwei Stück sind direkt auf den Turm gekommen, eine Granate habe ich überlebt, Panzer habe ich überlebt. Ja, Spolzi, so viel halte ich von dir. Dass ich meine Leute aus Spielsalz nicht rauszuholen. Heftig, ey. Die Augen offen halten. Aber wir lassen niemanden zurück. Ja, so muss das. Komm jetzt wieder auf den Hügel hoch, Jungs. Ja, ich höre euch. Ich bin dann im Gebäude. Sag mal, hat einer von euch noch die zwei Neuen gesehen, die sich angegliedert haben? Ja, einer davon bin ich. Grün für Nachtzügler auf. Hier liegt ein Toter oder ein Verletzter. Okay. Seid vorsichtig beim Verlegen. Hier im Nachbereich um Overwatch 1 befinden sich noch Feinde. So verstanden werden, vorsichtig assistieren bei der Bekämpfung kommen. Ach nein. Er liegt hier. Ja, den müssen wir mit runtertragen, der kann. Ja, ist einfach so. So, dann jetzt alle mal kurz durchschnaufen. Lambok, für dich, wir sind auf der 112. Alles klar. Sorry, dass ich das vorher nicht gesagt habe, das hatte ich irgendwie verplant. Kann man was gegen Vanilla Damage machen? Ja, mit Vanilla Schadenspäckchen, aber wir haben leider keins mehr. Ja, hier lag irgendwo noch eins, aber ich habe das nicht. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ach, Jan ist jetzt auch wieder da, schön. Ja, was? Jan ist hier verletzt. Das war einer der beiden Neuen, den dürfte man Mörser und Schlag verloren haben. Ich hab das Vanilla Package sogar dabei, aber ich kann es auf mich nicht anwenden. Dann legen wir das mal in den Rucksack. Normalerweise, ja, genau. Du hast recht, mit Mausrad, ja. Selbstbehandlung, mach das mal. Ich verbinde mal den Jan. Grün für Schwarz kommen. Grün hört kommen. Haben jetzt die Position am Hügel wieder erreicht, haben zwei Schwerverwundete, werden uns jetzt langsam wieder in den rückwärtigen Raum bewegen. Wie ist Ihre Position? Kommen? Ja. Wir werden unsere Position auf Karte markieren. Vorsicht beim Zurückverlegen, wir haben hier Feinde im Nahbereich. Kommen. Jungs, wir haben Feinde im Nahbereich beim Rückverlegen. Höhere Position. Achtung geben. Dann ist zu. Den kann ich jetzt tragen. Gut, dann nehmen jetzt zwei Leute die zwei Verwundeten auf und wir werden aufbrechen. Position ist mit Position grün markiert. Ich wusste nicht, dass ich meine Waffe jetzt halte. So, verstanden. Wir werden straight zu Ihnen zurückverlegen. Kommen. Aber nachladen kann ich nicht, oder was? Ja, verstanden, Gelände. So, Jungs. Okay. Alle Schuss. Bereit machen. Wir waren irgendwo Kontakte, die auf uns schossen. Oh ja, da unten am Hügel. Nade? Tut mir gefallen, lasst euch nicht mehr anschießen. Du kannst nicht nachladen. 50 Meter. Mach mir eine Richtung, ich hab einen Granatwerfer vorbei. Ich habe auch einen. Okay, check.
Teams, wir ziehen uns jetzt zurück. Alle auf Position grün auf Karte markiert zurückziehen. Treffer gewesen. Nee, schießt immer noch. Down. War aber noch einer. Hat von euch noch jemand ein Vanilla-Bäckchen? Das war sogar ein Sniper. Negativ, ja, da war's. Hat irgendjemand noch ein Vanilla-Päckchen von euch? Negativ. Sorry. Gerade selber genommen. Negativ. Gut, dann müssen wir jetzt. Fuck, warte mal, Jungs. Ihr seht da auf Karte Position grün markiert, ja? Ja, check. So, ich möchte, dass ihr euch jetzt, die ihr euch schnell bewegen könnt, dorthin verlegt, durch Eigensicherung. Ich werde jetzt langsam nachkommen und versuchen, bei irgendeinem Sisse-Soldaten noch ein Vanilla-Päckchen zu holen. Aber ich möchte uns jetzt nicht aufhalten. Wir können dich auch mit dem Ischritt abholen, der da noch steht. Ja, der könnte auch. Ja, ich weiß, wir müssen da durch. Wir brechen jetzt auf, aber ich bin halt langsam wie scheiße. Hier rot. Liegt noch einer. Position grün ist niemand. Hat der noch was? Check, Vanilla-Päckchen. Ja, perfekt. Bitte? Sag, rot ist jetzt auf Position grün. Alles klar, wir werden uns da jetzt zurückverlegen. Oh, geil, noch ein Päckchen. Puh. Alter, geht hier die Party ab. Okay. Abfahrt. Dann alle jetzt aufbrechen. Ich befinde mich auf Position OW1, ehemalige Position OW1. So verstanden, Nachzügler verlegen auf OW, ehemalige OW1. Also Information für alle sollte ich fallen, wir werden uns jetzt auf Position 220 Grad Hügel bewegen. Sprint! Schwarz von grün, komm. Schwarz hört. Gut, dass ihr da seid. Frage, Status, Position, komm. Ein Viertel des Weges zu OV1 ist geschafft. Hinter uns schlägen gerade die Mörsergranaten ein, kommen. Ja, so verstanden, rennt weiter. Wieder komm. Marsch. Gott verdammt, Alter. Na geil, zwei Mann. Da ist der verkackte Sniper, den ihr die ganze Zeit gesehen habt. Alle gehört habt. Noch einer, ne? Hast du ihn gesehen? In dem Dreck. Nicht so nah. Jungs, wir machen hier in der Grube kurz eine Pause. Wirklich nur kurz. Kurz verschnaufen und dann geht's weiter. Ja, ich hab das Visier mitgenommen. Da lag auch noch ein Sniper da hinten. War das nicht GSG 9, was ich da gerade gelesen habe als Namen? Ja. Ich habe auch noch ein Vanilla-Paket gefunden, falls noch jemand braucht. Check, besser ist immer. Nice. Direkt das Visier gesnackt, ja, sorry. Kannst du überhaupt noch wirken? Alter, Sporty, guck mich bitte mal an. Zieh mal ein bisschen weiter nach rechts, ne, nach links. Wart mal. Komm ich nicht richtig. Ja, so ist gut. Was ist eigentlich mit den beiden Wissenschaftshainis? So, weiter geht's. Das ist mir egal, wo die Spastis sind. Mir geht's weiter. Ist auch auf dem Weg quasi. Wobei so halb. Obwohl, ich werde die beiden nochmal melden. Wenn sie die jetzt einsammeln wollen, ist mir das auch schnuppen. Wir sind die letzten, die Grün für Schwarz kommen. Oder? Machen wir aber nicht, habe ich keinen Bock zu. Und zur folgendes. Auf Karte. Wir hätten den Diffrit mitnehmen können. Standby. Ja, hatte ich auch vorgeschlagen. Auf Karte markierte Position Ziff ist die letzte bekannte Position der beiden Weißmäntel. Oh, Sprint! Mörser. Alter, ja. Die Zivilisten sind jetzt unwichtig. Priorität hat die Evakuierung unserer eigenen Soldaten. Mission Abbruch. Dachte ich mir schon so. Sehr gut. Ich sehe die beiden aber. Hilfe! Die war schwarz, die haben den Mörser beschossen. Wir sind unterwegs zu OB1. Mir geht der Saft aus, verdammte Scheiße! Ohne Scheiß!
mal unsere Position markiert für Rot. Jetzt geht vor uns der Mörser runter, ich glaub's nicht. Ich hab unsere Position mit grünem Rauch markiert. Schwarz für grün, komm. Schwarz wird? Ja, wir haben leider keinerlei Logistik mehr zur Verfügung, da unsere Basis mit Mörser beschossen wurde. Wir müssen uns auf einen langen Fußmarsch bereiten. Der Ifrit war auch da. Da wissen wir halt nicht, ob der abgeschlossen ist. Grün für Rot kommen. Grün hört kommen. Immer weiter in den Berg hochlaufen, ich warte noch auf die letzten. Ich brauche Pause, gib mir einen Moment. Immer schön weiterbeißen. Jungs, ihr schafft das. Ich weiß, die Beine tun weh, aber wir kriegen das noch hin. Schön die Zähne zusammenbeißen. Wir haben schon härteres durchgemacht. Funkcheck rot, kommen. Klar und deutlich, kommen. Okay, dann Funkspruch wie folgt, nochmal wiederholt. Bei Compound 350 Grad etwa wurde da, etwa 800 Meter, mehrere Gebäude, teilweise blaues Dach, wurden zwei weiß gekleidete Personen dahinter entdeckt. Kann nicht erkannt werden, ob bewaffnet sind oder nicht. Kommen. Naja, positiv. Das handelt sich dabei um zwei Zivilisten, die schon von Schwarz gesichtet wurden. Haben jetzt keine Priorität mehr. Wir ziehen uns zurück. Missionsabbruch. Alles klar, Rot N. Was eine kranke Scheiße. Schief, wir ey. Sollten mal checken, ob die Verwundeten noch leben. Erstmal den Hügel hochtragen. Ein paar Meter noch, Jungs. Wir haben es gleich geschafft. Passt die Zähne zusammen. Aber es ist auch schon 10:30, ich wollte halt auch nicht so lange bleiben und mir entgegen. Ich hätte aber gern die Basis da genommen. Ja, das wäre gut. Sir! Schwarz meldet sich zurück. Sehr schön, gut dich wieder heile zu sehen. Alter, was ein Trip! Die beste Nachricht ist, wir haben keine Logistik, wir müssen laufen. Fuck. Die verdammten Mörser haben den Heli und alle Fahrzeuge getroffen, wie auch immer. Ja, wir müssen auch erstmal hier. Wir müssen auch definitiv wahrscheinlich dann bald aufbrechen, weil die Mörser werden sich hier auch noch einschießen. Ja, guck dir mal die ganzen Leichen an, die hier rumliegen. Die haben uns hier von hinten angegriffen, die Fixer. Wir können froh sein, dass wir überhaupt noch leben. Dafür habe ich eine kleine Trophäe davon getragen. Ich habe schon gesehen, Kampf. Ja. Uns sind auch zwei Sniper aufgefallen beim Rückweg. Die lagen einfach rum, die Spassis. Macht irgendjemand was? Die sind da mit dem Ifrit 20 Meter von meiner Lase lang gefahren. Ich weiß gerade nicht mehr, auf welche Frequenz das HQ sein soll. Das 30. Schön. Ja, ich funke auf der 30, aber der könnt keine. Ich probier nochmal. HQ für. Warte. Oh, meine Jungs, wenn du echt verschnauft hast, dann machen wir einen Maschinen weiter. HQ für. Gute Arbeit geleistet. Der Radpanzer steht da immer noch rum, oder? Ach so. Keine Ahnung, wo der ist. Der fällt aber auf jeden Fall noch. Der war nicht allzu weit weg, den haben wir beim Runterlaufen und beim Holen von Spolzi gesehen. Der dürfte auf 0,53 hinterm Hügel sein. Grün kommen. Okay. Die Zivilisten stehen da noch. Ja, die sollen da stehen bleiben und versauern. Bronze ist eben ein bisschen schnell vorgerückt, das war ein bisschen schade. Ja, wie Bronze weggebrochen ist, ist der Shit mal richtig down gegangen. Ja, aber die haben aber auch. Die haben aber auch Leute, wir hören auf. Abbrechen, wir werden weiter marschieren. Verwundete aufnehmen, los geht's. Jungs, abbrechen, aufteilen, los!